Also willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, der uns hoffentlich etwas Licht in diese verwirrende Diskussion über Flüchtlinge bringt. Und das ist der ehemalige Bundesverteidigungsminister Professor Dr. Rupert Scholz. Herzlich willkommen. Die Berliner kennen ihn, sie sind ein Berliner Urgestein, waren viele in der Berliner Landespolitik, bevor sie dann unter Bundeskanzler Kohl Bundesverteidigungsminister wurden. Also sie sind Professor für öffentliches Recht und einer der besten Kenner des Grundgesetzes. Und deswegen habe ich Sie eingeladen, weil viel diskutiert wird über die Frage, kann man eigentlich das Asylrecht begrenzen? Das ist die Kernfrage. Und über die haben Sie viele, viele Aufsätze geschrieben. Darf man das? Kann man das? Kann man sagen, ist genug bei 1 Million, bei 100.000? Geht das? Das geht. Es ist nicht so, um mal die Bundeskanzlerin zu zitieren, die ja zu Beginn der Flüchtlingswelle gesagt hat, das Asylrecht kenne keine Grenze nach oben. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Das Asylrecht, geregelt in Artikel 16a Grundgesetz, ist ein Grundrecht, ein individuelles Recht des einzelnen politischen Verfolgten, natürlich, und das ist auch in Ordnung. Aber das Bundesverfassungsgericht hat im Grunde schon sehr früh auch gesagt, dass ein solches Recht natürlich auch unter den Einschränkungsvorbehalten anderer Verfassungsnormen steht. Zum Beispiel Kriminalität. Ein Krimineller, vor allem ein Terrorist, kann niemals Asyl bei uns beantragen, weil er eben ein Terrorist, ein Krimineller ist. Oder wenn zum Beispiel die Möglichkeiten eines Sozialstaates im Übermaß, Stichwort Flüchtlingshilfen vielfältiger Art, wenn das nicht mehr leistbar ist, dann begrenzt das Sozialstaatsprinzip das Asylrecht. Was übrigens dann jeder versteht, wenn die Kasse leer ist, können wir nichts mehr zahlen. So einfach kann man es auch ausdrücken, Ja, natürlich, klar. aber wenn Also es ist jemand so, kommt und sagt, ich bin politisch verfolgt, dann müsst ihr mich aufnehmen. nicht? Also Das das ist aber ist, nicht so, wie Sie sagen. nein, das ist nicht so wie, das ist eben auch ein solches Grundrecht steht unter dem Vorbehalt anderer Verfassungsnormen, die zum Beispiel das Rechtsstaatsprinzip mit dem Schutz vor Kriminalität, das Sozialstaatsprinzip vor Überforderung der öffentlichen Kassen. Das Bundesverfassungsgericht sagt zum Beispiel, das Asylrecht findet auch seine Grenzen eben an der öffentlichen Sicherheit. Und das sind ganz klare Aussagen. Deshalb ist die Aussage der Kanzlerin falsch. Da frage ich mich natürlich, wenn das so ist, dann hat sie doch genügend eigene Rechtsberater im Kanzleramt, dann hat sie Rechtsberater im Innenministerium, dann hat sie Rechtsberater wie Sie, Sie gehören ja auch der CDU an, Ihrer Partei, es ist ja Ihre Parteichefin. Warum ruft die Sie nicht an und sagt, lieber Herr Scholz oder duzen Sie sich, lieber Rupert, kommt mal rüber und erklär mir mal, wie das ist. Warum macht sie das nicht oder versteht sie das nicht oder will sie das nicht oder liegen die anderen alle falsch? Also jedenfalls, mich hat niemand angerufen, mich hat niemand Also, Frau gefragt. Merkel, Frau Kanzlerin, rufen Sie mal Ihren Parteifreund Robert Scholz an. Und das macht, Es wie ist auch kommt sowas so, zustande? ich glaube, dass hier auch eine, wahrscheinlich auch eine sehr emotionale Reaktion der Kanzlerin da gewesen ist. Sie meinen auch spontan? Mit Sicherheit sehr spontan auch. Man muss vor allem mal Folgendes sehen. Das Ganze, diese ganze Flüchtlingswelle, diese ganze Entwicklung ist unter Verletzung auch anderer Rechtsnormen passiert, nämlich des europäischen Rechts. Es gibt die Verordnung von Dublin, es gibt das Schengen-Abkommen. Dublin sagt ganz genauso übrigens wie der Artikel 16a Grundgesetz, dass wenn ein politisch Verfolgter aus einem sogenannten sicheren Drittstaat oder einem anderen EU-Staat kommt, wo er zuerst gewesen ist, dann ist über seine Asylberechtigung dort zu entscheiden und er ist gegebenenfalls auch dort aufzunehmen, aber nicht in einem anderen Staat. Und wenn Sie jetzt sehen, wie das Ganze gelaufen ist, das begann mit Ungarn. Ungarn war, bevor es die Grenzen zugemacht hat, war Ungarn ein entsprechend sicherer Drittstaat, EU-Staat. Österreich ist das Gleiche. Wenn man sich überlegt, dass Österreich uns busseweise die Menschen bringt, dann ist das im Grunde mit der Verordnung von Dublin nicht vereinbar. Das Gleiche gilt, was Das heißt, wir haben als Deutschland Dublin nicht gebrochen, sondern die Nein, Länder. wir haben Dublin gebrochen in der Form. Die anderen haben es gebrochen, indem sie uns das weitergeschoben haben, auch die Italiener natürlich. Nur wir haben Dublin damit gebrochen, dass die Kanzlerin entschieden hat, dass als in Ungarn, und damit begann das Ganze ja, dieser große Rückstau da war plötzlich, wo die Ungarn auch nicht mehr wussten, was sie machen, dass sie dann gesagt hat, die können alle hier zu uns kommen. Ohne Kontrolle.
ohne Registrierung. Und im Übrigen mit einer weiteren rechtlichen Fragwürdigkeit. Es wurde ja gesagt, alle Syrer erhalten bei uns Asyl. Das Asylrecht ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Individualrecht. Das heißt, in jedem Einzelfall muss geprüft werden, ob wirklich jemand politisch verfolgt ist, ja oder nein. Das Bundesverfassungsgericht hat das auch schon vor vielen, vielen Jahren entschieden, dass das kein Recht ist für ganze Bevölkerungsgruppen oder Bevölkerungsschichten, sondern es ist nur ein Individualrecht. Und das, was jetzt ja nur endlich Herr de Maizière wieder entschieden hat, was die SPD völlig zu Unrecht kritisiert, ist, dass er gesagt hat, wir gehen zurück zur Einzelfallprüfung. Was natürlich, wenn man Hunderttausende und Aberhunderttausende bereits hier hat, schwer zu umzusetzen ist. Aber zunächst mal muss man sich ans Recht halten. Und der dritte Kritikpunkt ist der, das Abkommen von Schengen. Das Abkommen von Schengen sagt ja erstens Freizügigkeit innerhalb der EU. Das heißt, wir haben praktisch keine Grenzen mehr zwischen den EU-Staaten. Aber das nur unter der Voraussetzung, dass die gemeinsame Außengrenze, dass die gesichert ist. Und wenn die Kanzlerin gesagt hat, dass wir nur noch eine offene Grenze haben, dass es praktisch gar keine Grenze mehr gibt, ist das nicht in Ordnung. Die Grenzhoheit gehört ist eine elementare Voraussetzung, die zum Staatsbegriff gehört. Was ist ein Staat? Schutz des Staatsgebietes. Ja, nein, der Staat setzt sich aus drei Grundelementen zusammen. Staatsvolk, Staatsgebiet, also auch begrenzt, und drittens Staatsgewalt. Das ist der Staatsbegriff und ich kann den Staatsbegriff nicht einfach aufkündigen, indem ich sage, ein Element existiert nicht mehr. Das geht nicht. Da müsste doch ganz folgerichtig weitergedacht, wenn das so ist, und viele sagen ja, dass das so ist, Frau Merkel bricht das Bundeskanzlerin recht, da müsste es doch schon längst eine Verfassungsklage geben gegen die Bundeskanzlerin als Person. Nein, das geht nicht. Die Kanzlerin handelt ja als Organ und nicht als Person. Das Zweite ist, es gibt keine Klagemöglichkeit, etwa eine Verfassungsbeschwerde wegen dieser Tatbestände. Aber man kann doch nicht sagen, wie Sie es tun und wie viele andere das auch tun und sagen, sie verletzt ständig Recht und ich habe keine rechtliche Möglichkeit, das einzuklagen. Ja, nun muss man das natürlich sehen. Ich meine, das Prozessrecht, das bei uns die gerichtlichen Verfahren regelt, kennt ja auch nur und durchaus sinnvoll bestimmte Verfahrensarten. Ich will ein Beispiel nennen, was möglich wäre. In der Zeitung war ja zu lesen, dass die bayerische Staatsregierung, und die Bayern sind ja besonders betroffen, dass die bayerische Staatsregierung eine Klage gegen den Bund, gegen die Bundesregierung plant oder überlegt. Vorbereitet. Das ist ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das ist ein sogenannter, oder wäre ein sogenannter Bund-Länder-Streit, der sich eben der Frage bewegt, ob der Bund gegenüber dem Land Bayern mit dem, was hier rechtlich an Fragwürdigkeiten da ist, Rechte Bayerns verletzt hat. Das ist eine durchaus plausible und durchaus eben auch realisierbare, prozessuale Möglichkeit. Aber eine andere sehe ich nicht. Das heißt, selbst gegen die Kanzlerin, auch wenn jetzt sich viele anschließen würden und auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und sagen, der Mann hat ja Recht, aber was können wir dagegen tun? Wenn ich machtlos bin in einem Rechtsstaat, dann stimmt doch irgendwas nicht. Nein, es ist ja nicht so, dass man in einem Rechtsstaat gegen alles klagen kann. Habe ich doch mal so gelernt. Ja, nein, so ist es auch nicht und das ist auch gut so. Und im Übrigen die Kanzlerin, sie hat hier meines Erachtens Fehler gemacht, keine Frage, aber als Organ, das heißt eben als die Bundeskanzlerin, sprich als die Regierungschefin, als die Chefin einer ganzen Regierung. Und die ganze Regierung ist ein Verfassungsorgan und steht natürlich in einer verfassungsrechtlichen Bindung und Verantwortung. Keine Frage. Ob man das alles hinreichend beachtet hat, da habe ich meine Zweifel. Aber das ändert nichts daran, dass ich nicht beliebig gegen die Bundesregierung klagen kann. Also, das geschieht nicht. Das kann sie so weitermachen. Aber wird sie das tun können, jetzt mal von der praktischen Politik? Sie waren ja mal auch aktiv in der Politik, wie gesagt, als Bundesverteidigungsminister. Wenn ich mir das in Erinnerung rufe, was in der Fraktion der Union diese Woche passiert ist, oder ja, am Montag und Dienstag, wo ja quasi ein Aufstand, ein Putsch war gegen sie. Und dann wird das alles wieder normal? Dann geht der Orkan so vorüber? Kann das so sein? Wird das so bleiben? Was glauben Sie? Das weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist der normale und, ich sag mal, der richtige Weg. In der Politik gibt es immer Meinungsunterschiede und es gibt auch Gegensätze. Die müssen ausgetragen werden. Das ist Demokratie, das gelebte Demokratie.
Und so steht eine Kanzlerin natürlich auch unter den, wie soll ich sagen, auch natürlich unter den Vorbehalten ihrer eigenen Partei, ihrer eigenen Fraktion. Aber das geht auch die Koalition. Ich meine, schauen Sie mal die SPD an. Ich habe das Gefühl, dass Frau Merkel auch jetzt wesentlich, also mit beeinflusst von de Maizière, dem Innenminister, und auch von Wolfgang Schäuble, doch begreift, dass es zu viel wird. Aber die SPD ist keineswegs bereit, hier irgendetwas Einschränkendes bisher zu bejahen. Gut, diese kleinen Änderungen, die man jetzt zum Asylverfahrensgesetz gemacht hat, die bringen natürlich nichts. Aber gut, der Auseinandersetzung muss man sich stellen. Aber das sie bestimmt die Richtlinien der Politik. So steht es im Grundgesetz. Die Richtlinien der Politik, das ist ein Generalbegriff, sehr allgemein. Also es ist nicht so, dass eine Kanzlerin ein Weisungsrecht hätte zugunsten ihrer eigenen politischen Überzeugung gegenüber anderen Kabinettsmitgliedern. Im Grundgesetz steht auch drin, dass jeder Ressortminister in eigener Verantwortung sein Ressort führt. Also der Innenminister ist zuständig für die innere Sicherheit, der Finanzminister ist zuständig für die Finanzen. Und in einer Koalition hat sich ohnehin, und wir leben ja seit Urzeiten in Koalitionsdemokratien, wo eben immer zwei oder noch mehr Parteien gemeinsam eine Regierung bilden, die ihre Koalitionsvereinbarung dann schließen. Da hat sich der Begriff Richtlinienkompetenz des Kanzlers oder der Kanzlerin im Grunde längst etwas verflüchtigt. Wir machen jetzt eine kleine Pause, weil wir ja ein Privatsender sind und ein bisschen Geld verdienen müssen. Aber die Frage stelle ich Ihnen vorab und die Antwort gibt es nach der Pause. Wenn Frau Merkel Sie jetzt gleich anrufen würde und sagt, ich habe das gehört, das verstehe ich, was soll ich jetzt tun? Was würden Sie antworten? Und die Antwort gibt es nach der Pause. Bis gleich, wir sind gleich sofort wieder da. Standort Berlin heute mit Professor Dr. Hubert Scholz. Er war früher Bundesverteidigungsminister, Verfassungsrechtler, heute Rechtsanwalt und Mitglied der CDU. Sie haben gesagt, das, was Frau Merkel gemacht hat, war ein Rechtsbruch. Aber klagen können wir dagegen nicht, sondern das ist halt so in der Politik. Wenn Frau Merkel Sie jetzt anrufen würde, war meine Frage vor der Pause gestellt. Und sagen Sie, lieber Herr Scholz, habt ihr gerade bei TV Berlin gesehen, jetzt kommen Sie mal zu mir ins Kanzleramt, erzählen mir, wie ich da rauskomme. Was soll ich jetzt tun? Jetzt. Also das Ziel muss natürlich sein, aber ich glaube, dass da wäre man mit ihr auch einig heute, auf jeden Fall Begrenzung des Zuzugs. Sie meinen, das hat sie inzwischen verstanden, dass das Fehler war? Der unbegrenzte Zuzug, auch mit dem Wort von ihr, dass das Asylrecht angeblich keine Grenzen nach oben kenne. Ich glaube, dass man das verstanden hat, dass das nicht richtig ist. Das heißt, man muss jetzt sehen, wie man begrenzt. Man kann begrenzen, zunächst einmal natürlich, indem man das, was die Schweden jetzt machen, die ja zunächst eine genauso großzügige Politik hatten wie wir, dass man die Grenzsicherung und die Grenzkontrollen wieder einführt. Das Zweite, was mir ganz wichtig erscheint, ist die Frage des Familiennachzugs. Im Asylverfahrensgesetz, also nicht in der Verfassung, sondern im einfachen Gesetz steht drin, dass ein hier als Asylant anerkannter politisch Verfolgter das Recht hat, seine Familie, seine Nachkommen zu lassen. Jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen. Voraussetzung ist aber, dass er anerkannt ist. Ja, natürlich. Es gibt noch diese sogenannten sekundären Aufenthaltsrechte. Da hat ja jetzt de Maizière klar gesagt, dass das Nachzugsrecht zunächst einmal beschränkt wird. Das kann man machen, zunächst einmal auf maximal ein Jahr. Aber es muss generell geregelt werden. Und hier ist es so, dass das Asylverfahrensgesetz sagt, prinzipielles Nachzugsrecht, wenn jemand als Asylant anerkannt wird. Aber das ist ein einfaches Gesetz. Das kann ich von heute auf morgen ändern. Denn wenn ich mir mal überlege, ich gehe mal von 1 Million Flüchtlingen in diesem Jahr aus. Und im nächsten Jahr geht das ja weiter. Ich gehe mal von aus, 3 bis 4 Familienangehörige hat jeder. Dann sitzen wir demnächst schon mit diesem Jahr in der Folgewirkung bei 4 Millionen. Und dann geht das so weiter. Das sind unvorstellbare Dimensionen, die wir nicht verkraften. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist diese ganze Diskussion um Familiennachzug keine Verfassungsdiskussion, sondern es wäre durch einfache Gesetzesänderung sofort möglich, das zu ändern. Ja. Warum tut man das nicht? Ja, gut, beim subsidiären Aufenthaltsrecht hat man es ja jetzt zunächst mal so entschieden. Das ist eine vernünftige und richtige Entscheidung. Und hat einen riesigen Sturm entfacht. Ja, natürlich. Aber man muss jetzt in einer solchen Situation, die meines Erachtens
das Wort inzwischen Ausnahmesituation verdient, muss man auch zu entsprechend wirklich durchgreifenden Schritten kommen. Und wenn man das nicht tut, dann werden wir die Zeche bezahlen. Und die Zeche wird sehr, sehr teuer. Aber Sie haben ja eben gesagt, auf meine Frage hin, Sie hat es offenbar begriffen, dass das mit dem unbegrenzten Zuzug nicht klappt. Wenn Sie das nun mal erklären würden, dann würde das ja mit dem Familienzuzug auch wahrscheinlich das erfassen. Und Sie sagen, das ändern wir dann. Oder glauben Sie, dass sie das nicht sieht? Nein, das weiß sie, das weiß sie. Das ist ja eine ganz einfache juristische Frage. Das würde ein erstes. Aber wenn es so einfach ist. Ja, nun, das ist natürlich die Frage der politischen Durchsetzbarkeit. Da muss man natürlich auch ehrlich sagen. Die SPD hat sich ja gemeinsam mit den Grünen vor allem natürlich schon sehr dafür ausgesprochen, dass das auf gar keinen Fall ginge, den Familiennachzug zu beschränken. Wenn wir erstmal 3 Millionen oder 4 Millionen hier haben, dann wird die SPD das auch begreifen, dann wird die SPD mit Sicherheit auch sagen, um Himmels Willen, wir müssen den Familiennachzug streichen. Bloß, wenn die 3 bis 4 Millionen hier sind, die kriegen sie ja nicht mehr zurück. Und deshalb muss man rechtzeitig handeln. Und rechtzeitig ist eigentlich schon zu spät. Es ist meines Erachtens schon 5 nach 12 als 5 vor 12. Und die Frage ist doch, wenn es so einfach wäre, es ist ja nicht so einfach, weil eben die SPD als Koalitionspartner nicht mitstimmt, die Grünen und die Linken auch sowieso nicht. So, und dann hat die CDU alleine keine Mehrheit. Nein, das ist richtig. Und deswegen ist diese leichte Änderung eben schwer. Politisch? Oder nahezu unmöglich. Sie ist leicht im juristischen Sinne, politisch ist sie schwer. Aber ich denke, man kann auch nur appellieren an die Koalition, dass sie hier wirklich jetzt auch mal das nötige Maß an Entschlossenheit und Vernunft aufbringt, um das zu tun, worauf das Land ein Recht hat. Es ist ja eine merkwürdige Situation. Wenn man das mal sieht, unser Land, ich glaube, dass die Bevölkerung zu 70 bis 80% heute dieser Flüchtlingsentwicklung ablehnt oder kritisch gegenübersteht. Wenn Sie den Deutschen Bundestag nehmen, haben Sie aber nur Parteien, die dafür sind. Das heißt, der Deutsche Bundestag spiegelt gar nicht mehr das wider, was die Stimmung in der Bevölkerung ist. In einer Demokratie muss man natürlich aber auch mal Stimmungen der Bevölkerung aufnehmen und dem auch, gerade wenn es um Sorgen und Ängste geht, und die haben wir, dem muss man Rechnung tragen. Denn sonst hebt man ab, buchstäblich. Aber da will ich Ihnen widersprechen, denn wenn ich die Fraktionen ansehe, besonders die Unionsfraktion, diese Woche in ihren Sitzungen, das war ja fast putschartig gegen Frau Merkel. Ich bin nicht dabei gewesen, ich weiß das nicht, aber. Aber so, was man hört, was man liest. So, und alle sagen, die Stimmung war extrem gegen Frau Merkel. Das heißt, dann würde ich eher sagen, deswegen sage ich, darf ich Ihnen vielleicht leicht widersprechen, dass eben die Stimmung im Parlament inzwischen doch die Stimmung der Bevölkerung wiedergibt. Das ist richtig. Also ich meine, wir haben zunächst das, ich zitiere dieses Wort, das ich von Anfang an für verhängnisvoll gehalten habe, weil es etwas vorgetäuscht hat, was niemals einlösbar war, die Willkommenskultur. Da war auch die CDU-CSU-Fraktion voll bei der Willkommenskultur. Das hat sich jetzt geändert, denn die Abgeordneten, die erleben ja in ihren Wahlkreisen, wie die Menschen denken und welche Sorgen sie sich machen. Und das ist ja auch richtig so, dass sich das dann auch transportiert wird über die Abgeordneten ins Parlament, in die politische Willensbildung des Parlaments insgesamt. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch etwas, was man auch akzeptieren muss. Eine Fraktion, also hier die CDU-CSU-Fraktion, dass sie ihren Unmut oder ihre Sorgen artikuliert der Kanzlerin und der Regierung gegenüber, ist richtig, ist auch notwendig. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Loyalität der eigenen Kanzlerin gegenüber und der eigenen Regierung gegenüber. Das ist auch politisch richtig, wichtig und gerechtfertigt. Wie finden Sie denn die Attacken, in Anführungsstrichen, von des Innenministers de Maizière und vor allen Dingen des Finanzministers Schäuble, der ja nicht direkt die Kanzlerin angreift, aber jeder glaubt zu wissen, dass er sie meint? Ist das illoyal oder ist das notwendig oder ist das einfach ein Warnschuss von de Maizière und Schäuble an die Kanzlerin zu sagen, pass auf, ändere deine Politik? Ich habe weder mit Schäuble noch mit de Maizière darüber gesprochen, kann also nicht darüber Vermutungen anstellen, was sie sich gedacht haben und was sie bezweckt haben. Aber ich denke, sie haben beide etwas Richtiges gesagt. De Maizière ist der zuständige Ressortminister als Innenminister. Ob es richtig war, nun den Chef des Kanzleramts, Herrn Altmaier, da nun auch noch mit einer Zuständigkeit oder einer Übergeordneten zu auszustatten, wie es die Kanzlerin entschieden hat, das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Und sie hat ja auch Herrn de Maizière auch nach seinen Äußerungen jetzt ja auch das Vertrauen ausgesprochen. Also muss das ja offenkundig intakt sein, das Verhältnis.
Und was Schäuble angeht, der nun kritisiert worden ist mit seinem Wort, seinem Bild von der Lawine, ich kann nur sagen, dass ich dieses Bild voll teile. Das ist wie eine Lawine, die bei uns ins Land hereinstürmt. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die Bundesregierung jetzt zugeben musste, dass sie noch nicht einmal weiß, wie viel bisher gekommen sind. Sie wissen nicht mal, wie viel sie bereits registriert haben. Das ist doch Armutszeugnis eigentlich. Ein totales Versagen jedenfalls der Verwaltung, die offenkundig total überfordert war und überfordert ist. Das ist eine Lawine. Da hat der Schäuble völlig recht. Wenn er das sagt und wenn die SPD jetzt Schäuble kritisiert, man könne nicht eine Naturkatastrophe mit Flüchtlingsschicksalen vergleichen, ist das dann eine billige Polemik. Nicht? Schäuble hat das als Bild gemeint und ich finde, das Bild ist sehr plastisch und richtig und gut geeignet, auch den Menschen klarzumachen, vor welchem Problem wir stehen. Wir haben ja nächstes Jahr in 4 Monaten schon die ersten Wahlen. Ich nenne nur die beiden wichtigsten, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Was würde passieren, Sie sind ja ein politischer Mensch gewesen und immer noch, was würde denn passieren, wenn die CDU drastisch verliert in beiden Ländern? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ist das Ende von Frau Merkel nahe? Ach, solche Spekulationen. Ich glaube, es geht nicht um Frau Merkel. Es geht um das, was das Land jetzt braucht. Eine vernünftige Politik. Und ich habe den für mich eigentlich wichtigsten Punkt noch gar nicht genannt. Ich fürchte, dass wir vor einer massiven Entwicklung von Parallelgesellschaften in Deutschland stehen, dass es im Grunde um die Identität des deutschen Staatsvolkes, nicht nur des deutschen Staatsgebiets, auch des deutschen Staatsvolkes geht. Eine Islamisierung in millionenfachem Ausmaß wird die deutsche Gesellschaft, wie ich fürchte, kaum verkraften können. Und das ist für mich das eigentlich das größte und Hauptproblem. Man redet immer darüber, also gut, 1 Million, wie immer, das verkraften wir noch. Das schaffen wir, mit der Kanzlerin gesprochen. Das verkraften wir vielleicht finanziell. Aber die nötige Integration von 1 Million oder gar von weiteren Millionen, das zu leisten, ist meines Erachtens, jedenfalls was die Voraussetzungen angeht, heute nicht möglich. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Frankreich. Ich kenne Frankreich ganz gut. Die Franzosen haben ja mit der Integration von muslimischen Mitbürgern seit jeher ihre Probleme, aber sie haben es natürlich auch aus dem Maghreb, ihren früheren Kolonien, Algerien, Tunesien, Marokko, sehr, sehr viel Menschen in Frankreich, die im Übrigen alle oder fast alle Französisch sprechen. Also die das erste und wichtigste Integrationselement, die Sprachkenntnis haben. Und trotzdem wird heute in Frankreich sehr, auch von offizieller Seite, sehr offen eingeräumt, dass die Integration in Wahrheit nicht geklappt hat. Nicht geklappt hat. Und das fürchten Sie auch für Deutschland? Und das fürchte ich bei uns in einem ganz anderen Ausmaß, Herr Brinkmann. Denn was jetzt zu uns kommt, das sind ja Menschen, die eben auch nicht mal die Sprache kennen. Kann man ja auch gar nicht vorwerfen. Aber wie will ich 1 Million zu einigermaßen rasch deutsch sprechenden Menschen machen, die auch über die Sprache dann in der Gesellschaft artikulations- und integrationsfähig sind? Ich sehe nicht, wie das geleistet werden soll. Sehr, sehr nachdenkliche Worte. Darüber müssen wir auch nachdenken, wenn wir bei der Willkommenskultur bleiben. Ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Und da teile ich Ihre Ansicht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren, Professor Dr. Robert Scholz. Und Sie haben uns hoffentlich ein wenig die Augen stark geöffnet, nicht nur ein wenig, sondern stark geöffnet, und diskutieren Sie weiter zu Hause. Ich fand dieses Gespräch sehr, sehr spannend und interessant und es zeigt doch, manches geht eben doch. Es gibt doch Alternativen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und herzlichen Dank zu Ihnen nach Hause. Bis nächste Woche und tschüss.